In einem kleinen, farbenfrohen Dorf lebte ein freundliches Wesen namens Myrapla. Myrapla war ein grünes, pflanzenähnliches Pokémon mit einer blühenden Blume auf dem Kopf. Eines Tages machte sich Myrapla auf den Weg, um das Geheimnis des Satzes des Pythagoras zu lüften. Dazu brauchte es drei magische Eier, die ihm helfen sollten, diese mathematische Weisheit zu verstehen. Myrapla wanderte durch den Wald, bis es auf eine alte, weise Eule stieß, die hoch oben in einem Baum saß. »Liebe Eule, kannst du mir helfen, den Satz des Pythagoras zu verstehen?«, fragte Myrapla. Die Eule lächelte weise und sagte, »Ich kann dir helfen, aber du musst zuerst drei magische Eier finden. Sie werden dir zeigen, wie der Satz des Pythagoras funktioniert.« Myrapla machte sich auf die Suche und fand bald das erste Ei unter einem großen Stein. Es war rot und glänzte in der Sonne. Neugierig öffnete Myrapla das Ei und fand darin ein kleines Dreieck aus Pappkarton, auf dem 3 stand. Weiter ging Myrapla, bis es das zweite Ei fand. Es lag versteckt im hohen Gras und war blau. Als Myrapla das Ei öffnete, fand es ein weiteres Dreieck aus Pappkarton, auf dem 4 stand. Schließlich entdeckte Myrapla das dritte Ei in einer Baumhöhle. Es war gelb und funkelte geheimnisvoll. In diesem Ei war ein letztes Dreieck, auf dem 5 stand. Mit den 3 Dreiecken kehrte Myrapla zu der weisen Eule zurück. »Ich habe die 3 Eier gefunden.« »Was soll ich nun tun?«, fragte Myrapla. Die Eule nickte zufrieden. »Lege die Dreiecke nebeneinander und bilde ein großes Dreieck daraus. Sieh genau hin und ich werde dir den Satz des Pythagoras erklären.« Myrapla legte die Dreiecke so, dass die Seitenlängen 3, 4 und 5 zusammen ein rechtwinkliges Dreieck bildeten. Die Eule erklärte, der Satz des Pythagoras besagt, dass in einem rechtwinkligen Dreieck die Summe der Quadrate der beiden kürzeren Seiten gleich dem Quadrat der längsten Seite ist. Die Eule zeigte auf das Dreieck mit der 3 und sagte, das ist eine Seite des Dreiecks, ihr Quadrat ist 3 mal 3, also 9. Dann zeigte sie auf das Dreieck mit der 4. Das ist die andere Seite, ihr Quadrat ist 4 mal 4, also 16. Schließlich wies sie auf das Dreieck mit der 5. Und das ist die längste Seite, die Hypotenuse. Ihr Quadrat ist 5 mal 5, also 25. Myrapla dachte kurz nach und sagte dann, also ist 9 plus 16 gleich 25. Die Eule lächelte. Genau, Myrapla, das ist der Satz des Pythagoras. A Quad 2 plus B 2 Kreis C Quad 2. In deinem Dreieck bedeutet das, dass 3 Quad Quadrat plus 4 Quadrat 5 Quadrat. Myrapla war begeistert. Es hatte nicht nur 3 magische Eier gefunden, sondern auch etwas Wichtiges über Mathematik gelernt. Es dankte der weisen Eule und machte sich auf den Weg zurück ins Dorf, bereit, sein neues Wissen mit allen zu teilen. Von diesem Tag an erzählte Myrapla die Geschichte von den 3 Eiern und dem Satz des Pythagoras und half so, die Freude an der Mathematik in seinem Dorf zu verbreiten.